Mission erfüllt. Brexit-Anführer und UKIP-Chef Nigel Farage tritt zurück. Er will sein Leben wieder haben. Was das für das Brexit-Lager bedeutet, wir sprechen mit Bettina Brendergast in London. Komplize festgenommen. Nach dem tödlichen Raubüberfall in Wien haben Beamte einen weiteren Tatverdächtigen ausgeforscht. Großbrand in Kaorle. 40 Bungalows werden in einem Feriendorf zerstört. 1000 Urlauber müssen in Sicherheit gebracht werden. Guten Abend, ich begrüße Sie zur ZIP20. Wie verantwortungsvoll sind eigentlich die Brexit-Anführer und wie egal ist ihnen das britische Volk? Offenbar ziemlich. Nach Boris Johnson stiehlt sich jetzt nämlich auch der Chef der rechtspopulistischen UKIP aus der Verantwortung. Nigel Farage verkündet seinen Rücktritt, er habe sein Ziel erreicht. Zurück lässt er ein gespaltenes Land im Chaos. Mit Rücktritten kennt sich Nigel Farage aus. Zweimal hatte der 52-Jährige den UKIP-Chefposten schon aufgegeben. Diesmal meine er es aber ernst. Mein Ziel als Politiker war der EU-Austritt Großbritanniens. Das haben wir mit dem Referendum erreicht. Und darum denke ich, dass meine Aufgabe erfüllt ist. Die Reaktionen sind gemischt. Mission erfüllt, meinen die einen. Nach dem Referendum muss er nichts mehr beweisen. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff, sagen die anderen. Erst führt er uns an den Abgrund und dann läuft er einfach weg. Er wolle jetzt sein Leben zurück, so Farage. Seinen Sitz im EU-Parlament will er aber behalten, bis die Briten wirklich raus sind. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Farage zurücktritt. Immer wieder ist er nach dem Rücktritt auch wieder zurückgekehrt. Bettina Brendergast in London, wird denn das diesmal auch so sein? Nun, zumindest sagt Nigel Farage, dass es dieses Mal endgültig ist. Aber er meint, er wird die EU-Austrittsverhandlungen mit Argusaugen verfolgen. Und wir können sicher sein, dass er als erster Verrat schreien wird, sollte die britische Regierung die Personenfreizügigkeit nicht beenden. Also Nigel Farage mag sich von der Parteispitze der UK Independence Party zurückziehen, aber leiser wird er auch in Zukunft nicht sein. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass er auch bis zum Brexit als EU-Parlamentarier tätig sein wird, vermutlich sehr zum Missfallen seiner europäischen Kollegen. Aber die wichtigsten Brexit-Männer sind jetzt weg, Farage und Boris Johnson. Was bedeutet denn das für den Brexit? Nun, das bedeutet, dass vermutlich ein Damenduell stattfinden wird. Es gibt zwei Kandidatinnen, die im Moment vorne liegen. Das ist die Energieministerin Andrea Leadsom. Die können Sie sich eben auch vorstellen, dass Nigel Farage im Brexit-Verhandlungsteam mithilft. Und es gibt die Innenministerin Theresa May, die als größte Favoritin gehandelt wird. Es sind also keine Männer mehr im Spiel. Und je nachdem, wer dann eben Premierminister wird, hat diese heiklen Verhandlungen in Brüssel vor sich. Und möglicherweise sitzt sogar ein Nigel Farage mit am Tisch. Wer weiß, für Überraschungen ist Großbritannien im Moment immer gut. Vielen Dank, Bettina Brendergast in London.